Friedrich. Vielen Dank. Guten Abend, wir stehen ja kurz vor einem neuen Jahrtausend und ich möchte jetzt ein Kunststück vorführen. Das hat man vor Hunderten von Jahren schon gezeigt, das zeigt man heute noch und ich bin sicher, man wird es auch im neuen Jahrtausend weiter vorführen. Ein Kunststück mit Spielkarten und ich zeige Ihnen die drei Versionen, die Version der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich möchte drei Zuschauer bitten, mal aufzustehen. Vielleicht eine Dame hier drüben, vielleicht ein Herr hier und vielleicht die Dame auch hier vorne. Und ich möchte Sie bitten, sich eine Spielkarte vorzustellen. Bitte an eine Spielkarte denken. Ich möchte zuerst die Version vorführen, die man in der Vergangenheit gezeigt hat. Da war das Kunststück sehr, sehr klassisch. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Karte, die Sie sich gemerkt haben. Noch nicht sagen, ich fächere ein bisschen Luft. Und in dem Moment passiert's. Eine Karte kommt hervor und bitte zum ersten Mal, welche Karte haben Sie sich ausgedacht? Kreuz 4. Kreuz 4 und es ist genau, ja, die Kreuz 4. Ja, so hat man das Kunststück in der Vergangenheit vorgeführt. Heutzutage zeigt man das gleiche Kunststück immer noch. Allerdings macht man das wesentlich spektakulärer, denn heutzutage findet man die Karte nicht. Vielen Dank. Naja. Vielen Dank. Mittlerweile erkenne ich Mitleid, wenn ich es höre. Nein, man macht es stattdessen ein bisschen spektakulärer, denn man findet alle anderen Karten, also alle Karten, die es nicht waren. Achtung. Es war nicht der Kreuzbube, die Karo 3, die Karo 4, 7, 8, 9, 10. Diese Karten waren es alle nicht. Und eine Karte habe ich nicht gefunden. Und bitte, wie hieß Ihre Karte? Es war die Herz 2. Herz 2. Und es ist ganz genau, ja, die Herz 2. Was mich gerade wundert, ist, dass Sie klatschen, obwohl ich die Karte ja nicht gefunden habe. Aber gut, bei der dritten Karte, Sie denken sich ja auch eine, da ist es so, in der Zukunft, ich mal Ihnen mal auf, wie ich mir das vorstelle, wie ich glaube, wie man das Kunststück im Jahr 2000 vorführen wird. Ich male mal, ja, ich lasse Sie teilhaben, ich bin zwar kein Künstler, was das Malen betrifft, aber ich finde, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Soweit? Ja, okay. Gut, ich werde etwas konkreter. Hatten Sie das Kreuz Ass? Nein. Nein. Das soll auch nicht Ihre Karte sein, sondern das ganze Kartenspiel. Wie man ja sehen kann. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich möchte Ihnen das Kunststück so vorführen, das Gleiche in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft. Und dasselbe Kunststück, das heißt, es müsste hier jetzt etwas bei der Zeichnung passieren. Bitte zum ersten Mal laut und deutlich, wie heißt Ihre Karte, die Sie sich gedacht haben? Karo 3. Karo 3. Und in dem Moment müsste etwas bei der Zeichnung passieren. Eine Karte kommt hier heraus und das ist ganz genau die Karo 3. Und die dürfen Sie als kleines Andenken behalten. Bitteschön. Und das war Zauberei in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft.